Jimmy Cooks, auf Delicious Freunde, und willkommen zurück zu einem wundervollen neuen Part. Ich meine natürlich, willkommen in Mokis Feinschmecker-Paradies. War das der Name? Ich glaube, Mokis Feinschmecker. Nee, es war. Fuck, was war der Name? Ich habe den Namen vergessen. Was? Nee, es war nicht Mokis Feinschmecker-Paradies. Oder doch, Mokis Feinschmecker-Paradies. Doch, ich glaube, das war's. Es fühlt sich gut auf der Zunge an, es auszusprechen. Und dementsprechend muss es das Richtige gewesen sein. So, wir könnten hier. Ich kann hier nichts upgraden. Das Einzige, was hier wäre, ist. Oh, Chicken Wings könnte man upgraden, okay? Wir sind auf der Suche, eventuell noch ein paar coole Dinge zu verkaufen. Und ich glaube, wir werden die Pommes wieder setzen, denn von denen bin ich absolut kein großer Fan. Lasagne und Fisch, fantastisch. Aber die Pommes, nicht so sehr. Ich glaube, wir werden uns einfach Fried Chicken zulegen. Ich meine, fuck, wer mag bitte keine geilen Hähnchen? Baked Potato? Oh, Kartoffeln. So, wisst ihr was, wir werden direkt upgraden. Bei uns gibt es nur erstklassige, super-duper frittierte Hähnchen, okay? Wir machen ja keine alten Sachen. Problem ist nur, dass ich aktuell ungefähr absolut kein Geld mehr habe. Aber wir werden das Ganze hinbekommen. Ah, Active Menu. Was wollen wir denn ändern? Pommes können auf jeden Fall weg. Fisch und Lasagne kommen so gut an, ich will die nicht wegmachen. Ich würde auch gerne die Baked Potato mal reinpacken. Oh, was wollen wir wegmachen? Ich glaube, das sind so Hot Seller. Die haben unten rechts so ein Symbol. Ich glaube, die sollte ich. Sieh was, wir verzichten jetzt mal auf das Bier. Bei mir gibt es keine Getränke mehr. Baked Potato, Fried Chicken, Lasagne, Fisch. Wenn das nicht nachher etwas klingt, wo für jeden was dabei ist, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Okay. Okay, aber den Fisch gut. So, ich hoffe jetzt, dass direkt am Anfang vielleicht jemand kommt, der. Baked Potato oder die Fried Chicken haben will. Denn ich muss das auch noch erst üben, wie man die überhaupt zubereitet. Das kann ich noch nicht. Oh, der will's haben. Der will's wissen, okay. Just Butter, please. Butter, bitte. Hier hast du die Butter. Was? Ich glaube, ich habe sie nicht gekocht, oder? Okay. Cheese. Wo ist Cheese? Cheese. Sour Cream. Butter. Und Bacon. Okay, was stimmt damit jetzt nicht? Hä? Ja, was mache ich falsch? Oh, das funktioniert genauso wie die Pommes, oder? Boom! Yes! Es funktioniert genauso wie die Pommes, okay. Fried Chicken sind auf jeden Fall wie Pommes, nur besser. So, jetzt stehe ich nur von den Was habe ich bei den Baked Potatoes falsch gemacht? Ernsthaft, was habe ich falsch gemacht? Ich glaube nicht, dass die... Ich glaube, die will bald niemand mehr kaufen. Das gefällt mir nicht. Habe ich vielleicht direkt auf Servieren gedrückt? Ich glaube, ich habe immer... Kann sein, dass ich direkt auf Servieren statt auf Zubereiten geklickt habe. Wäre das vielleicht möglich? Das kann ich mir vielleicht gut vorstellen. Wir behalten das auf jeden Fall im Auge. Okay, er will es wissen. Er will es wissen. Butter. Scheibs und Bacon. Nee, was? Oh Gott. Nein! Nein! Das war nicht der Plan. Das funktioniert nicht. Fuck. Fuck, das. Ich mache mir gerade den ganz guten Ruf von meinem Restaurant kaputt, weil ich nicht weiß, wie ich die Potatoes zubereite. Oh nein! Aber mein Restaurant hatte so einen guten Ruf! Der Mann, der gerade den Müll weggeworfen hat, hat mir mein Essen serviert. Wie köstlich war das denn? Ich weiß es auch nicht. Ziemlich köstlich, wie mir scheint. So, fuck. Toilette? Machen wir definitiv. Wisst ihr was? Wenn jemand Baked Potatoes will, dann würde ich einfach mal sagen, dass ich da auch einfach vielleicht... ich kann sie nicht hören. Es tut mir leid. Das Geschirr abspülen war gerade so laut, da habe ich gar nicht gehört, dass jemand eventuell unter Umständen Baked Potatoes wollte. Mein Fehler. Fuck. Die Potatoes machen mich fertig. Ich meine, sie sind bestimmt köstlich, aber ich verstehe nicht ganz, was ich falsch mache. Und ich mache irgendwas ganz gewaltig falsch. Ich weiß nicht was. Ich weiß einfach nicht was. So. Oh, und 8 Dollar Trinkgeld. Das ist ziemlich großzügig für einen Fisch. Damit meine ich nicht die Kunden, sondern das, was ich ihm zum Essen gemacht habe. Ey, mein, er war ja auch ein Fischkopf. Habt ihr gesehen? Habt ihr gerochen? Uff. Fast, als würde er sehr viel Fisch essen. Aber er hat mir Trinkgeld gegeben. Das war ziemlich freundlich von ihm. Okay. Chicken Wings. Der heiße Scheiß. Und das sage ich nicht nur, weil sie heiß und fettig sind, sondern weil es wirklich der heiße Scheiß ist. Versteht ihr? Ein alter Trucker wie du
möchte seinen Teller voll mit Chicken Wings. Das habe ich dir direkt angesehen. Also Wortflüge. Da waren das eher ein paar kleine Keulchen. Wer weiß das schon? Ich nicht. Sehe ich aus wie ein Hähnchenprofessor? Ey, hoffe nicht. Denn das wäre ein Eindruck, der absolut nicht dabei. Okay, versuch's nochmal. Boom. Just butter. Das ist so die Butter. Okay, dann. Servieren wir. Hä? Sour cream and onions. So, bam, bam. Aber. Was mache ich falsch? Ich habe doch ganz eindeutig. Hä? Nee, ich verstehe es nicht. Wir werden die Potatoes jetzt nicht mehr machen. Ich verstehe nämlich beim besten Willen nicht, was ich da falsch mache, ehrlich gesagt. Habt ihr es verstanden? Ihr werdet mir bestimmt davon erzählen, was ich falsch gemacht habe. Aber aktuell verstehe ich es nicht. Und wie es kommt raus, dass so eine Meldung ist wie zum Beispiel: Oh, allgemein in der Cooks of Delicious Community. Es ist bekannt, dass die Baked Potatoes sehr buggy sind. Deswegen macht man sie nicht, weil sie schlicht und ergreifend nicht funktionieren. Das sind die Basics, MOP. Die Basics. Tut mir leid. Ich bin noch aktuell noch nicht so aktiv in der Cooksurf Delicious Community. Verzeiht mir. Ich arbeite dran. Genauso wie ich dran arbeite, das beste Restaurant aller Zeiten zu werden. Da bin ich definitiv noch nicht so aktiv. Oh, da will jemand Baked Potatoes. Ich kann dich nicht hören. Tut mir leid. Das ist ja traurig. Bam, okay. So, ich muss sagen, langsam. Lege ich ziemlich fortgeschrittene Geschwindigkeit mit dem beim Geschirrspülen an den Tag. So, der bekommt noch seine. Oh, komm schon, beeil dich. Ja, fuck. Nicht schnell genug. Absolut nicht schnell genug. Das Problem mit den Chicken Wings. Ich habe das Gefühl, dass die echte sind ein bisschen zu langsam von der Zubereitung her. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Ich weiß nicht, ob das sonderlich effizient für mich ist, ein derart langsames Kochrezept zu haben, versteht ihr? Es ist schwer, die perfekte Speisekarte zu finden. Aber ich bin froh, dass die Leute Fisch und Lasagne lieben. Denn die sind ziemlich gut zuzubereiten. Vor allem der Fisch. Lasagne ist ein bisschen nervig, weil man drei Schichten machen muss. Aber ansonsten... 1A, würde ich sagen. 1A. Ja, doch, die Chicken Wings gehen eigentlich auch. Die brauchen gar nicht mal so lang. Ist alles akzeptabel. Ich kenne die Musik überhaupt nicht, welche. Sie klingt ein bisschen wie die Cantina-Band aus Star Wars. Und das macht mich ein bisschen glücklich. Bin ich der größte Star Wars-Fan? War ich nie. Aber ich weiß, aber auch jemand wie ich, der kein allzu großer Star Wars-Fan ist, weiß durchaus eine gute Cantina-Band zu schätzen, versteht ihr? Das ist einfach eine Sache, die universell von allen geliebt wird. So wie meine Lasagne! Und das Gegenteil von meinen Baked Potatoes. Die werden universell gehasst, weil ich aus irgendeinem Grund scheinbar immer irgendwas falsch mache. Und ich weiß beim besten Willen nicht was. Spiel schafft es gut, mein wahres Kocherlebnis. Oh, 3,5% negativ. Oh, nicht gut. Das Spiel schafft es auf jeden Fall ziemlich gut, meine wahren. Oh, ich habe nur 8 Dollar Trinkgeld bekommen, das ist uncool. Meine wahren Kocherlebnisse wieder zu spiegeln. Es funktioniert nicht und ich weiß nicht warum. Okay. 12 Perfect Kombos. Drei verschiedenen Tagen. Okay, das sollte ich hinbekommen. Insgesamt 100 Dollar Trinkgeld sollte auch schaffbar sein. Problem ist nur, dass ich 20 Tage komplettieren muss, um ein Ein-Sterne-Restaurant zu werden. Und der Sicherheitsinspektor muss vorbeikommen. Ich hoffe, wir werden ihn nicht umbringen. Ich meine, ich werde ihm gratis Burger geben. Der wird ihm garantiert nicht schmecken. Alles relativ scheiße. Der muss irgendwo vorbeikommen. Ich kann noch... Oh, da gibt's noch mehr. Oh mein Gott. Was geben wir unser Geld aus? Wir gönnen uns die Scheiße. Also würde ich ganz gerne einen guten Tag hinlegen. Das heißt, wir werden auf jeden Fall unser Menü überarbeiten. Baked Potatoes weg und für dich holen wir das Bier wieder rein. Ja, dann würde ich sagen, wir sind bereit für den nächsten Tag. Und ich denke, in dem Tag sollten wir noch ein paar andere Kriterien erfüllen können, welche es uns vielleicht ermöglichen, irgendwann ein Ein-Sterne-Restaurant zu werden. Ich meine, das wäre definitiv ein sehr nobles Ziel, dem ich doch sehr gerne nachkommen würde. Hey Lady, wie schmeckt dir deine Frühstückslasagne? Esst ihr manchmal Lasagne zum Frühstück? Ich nicht. Ja, jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, hätte ich, glaube ich, Lust drauf. Vor allem, ich meine, das ist die Sache. Viele Leute sagen, manche Dinge, da soll man nicht zum Frühstück essen. Das kannst du nicht bringen. Was ist los mit dir? Bist du crazy oder so? Dann sage ich, Alter, ich bin ziemlich crazy, okay?
einigen wir uns mal darauf. Das sollte ziemlich, kommen keine Kunden, das sollte ziemlich selbstverständlich sein. Und zum anderen, ich sehe da nicht wirklich Problem damit. Ich meine, wenn ihr zum Beispiel in ein gutes Restaurant wie meins geht, welches keine zerbrochene Wand oder so hat und eine 1A stadtbekannte Lasagne verkauft. Wenn ihr dann in dem Restaurant so eine Lasagne zum Frühstück esst oder so ein geiles Fischfilet, könnte man euch da Vorwürfe machen. Ich, als ein unparteiischer Restaurantbesitzer, der jene erwähnte Lasagne verkauft, sage nein. Es ist ein gutes Frühstück, okay? Viel ausgeglichener wird's nicht mehr. Nein, ernsthaft. Leute sollen sich ja in Sachen Frühstück mal nicht so anstellen. Ja, wenn ich der Meinung bin, ich will ein Eis zum Frühstück, dann werde ich mir das wohl holen. Und wenn ich dann den ganzen Tag auf dem Klo sitze, weil ich merke, oh shit, eventuell habe ich ein bisschen, tut mir mein Bäuchlein ein bisschen weh von der Scheiße, dann bin ich wohl selber schuld daran. Aber es war dann trotzdem 1A Frühstück, okay? Es liegt dann an mir und nicht am Frühstück, es liegt daran, dass mein Körper zu schwach war. Und nicht, dass das Frühstück zu stark war, so eine Fisherman's Friend-Situation. Wenn ihr versteht, was ich meine. Die Leute, die aus Hamburg kommen, die verstehen bestimmt, wie es ist, wenn man einen Fisherman als Friend hat. Hä? Steht ihr? Fuck. Oh Gott, ich muss mich beeilen, die Lasagne ist fast fertig. Bumm. Gott, die Rush Hour ist ein bisschen... Die ist ein bisschen zu anstrengend für mich. Ich hoffe, ich schaffe wenigstens noch das 12-mal Perfect in Folge. Das wäre nämlich ziemlich super. Da würde ich mich doch unglaublich drüber freuen. Ah... Ich will doch so gerne ein Sterne-Restaurant werden. All die Möglichkeiten, die sich mir dann bieten. Unglaublich, allein der Gedanke daran. Oh, ich meine ernsthaft, da können wir dann ganz neue Dinge zubereiten. Es wird die kulinarische Reise, kann ich euch sagen. Ihr werdet Geschmäcker kosten, die ihr noch die zuvor in einer ranzigen Imbissbude wie meiner gekostet habt. Und das heißt natürlich, das ist keine ranzige Imbissbude. Das ist vielleicht der Spitzname, den mir die einsässigen Bewohner hier gegeben haben. Die Leute, die in der Gegend wohnen, aber... Tatsächlich befinden wir uns hier immer noch in Moggis Feinschmecker-Paradies. Dem Paradies für Feinschmecker. Mit Moggi. Ah, ich hätte jetzt gern wirklich ein Moggis Feinschmecker-Paradies. Wobei ich gerade drüber nachdenke, wie allein von der Fritteuse mir bestimmt immer dieses heiße Fett so ein bisschen gegen die Haut spritzen würde. Nein, das ist kein sehr angenehmer Akt. Es ist eine sehr unangenehme Sache. Das ist auch ein Punkt, der mich an... Pfannen sehr irritiert. Man denkt immer, wenn man selber was macht, denkt man immer, da spritzt ein bisschen Öl. Es tut aber ganz schön weh. Das sollte so nicht sein, oder? Und ich glaube, ich habe noch mit niemand drüber geredet, aber ich habe das Gefühl, dass das schon so sein soll, dass sich nur andere nicht so anstellen, sich das nicht anmerken lassen, weil sie gewohnt sind. Sie haben quasi an ihrem Unterarm quasi richtige Hornhaut entwickelt, welche vor heißem Öl schützt. Hilft auch in den ein oder anderen Kriegssituationen. Es ist zum Beispiel weitestgehend bekannt, dass wenn man in Gegenden ist, vor allem im Mittelalter, wo heißes Öl einfach runtergeschüttet wurde, in der Regel ist das zwar kein Sonnenblumenöl, aber es tut nichts zur Sache, wenn man da in der Gegend war und die Köche hatten eine 50% höhere Überlebenschance, einfach weil ihre Körper abgehärtet sind gegen diese Bedrohung quasi. Steht ihr? Das ist ziemlich faszinierend, wie der Körper sich seiner Umgebung anpassen kann. Das entspricht übrigens absolut nicht der Wahrheit, was ich gerade erzählt habe, falls ihr euch wundert. Das habe ich nur erfunden. Nicht, dass jemand Koch werden will und sich denkt, Mann, in diesem mittelalterlichen Krieg, in dem jemand Öl über meinen Kopf vergießen will, werde ich ja sowas von überleben. Da kann ich dir nicht, kann ich nicht garantieren. Auf der anderen Seite kann ich aber auch nicht garantieren oder mir nicht vorstellen, wo du jetzt diesen mittelalterlichen Krieg, in dem dir Öl über den Kopf geschüttet wird, finden willst. Vielleicht, wenn du Schauspieler bist oder so, gibt es vielleicht ein Szenario, wo du es finden kannst, aber... Auch darauf will ich mich nicht verlassen. Die Schauspielerei ist ein hartes Pflaster geworden. Vor allem jetzt mit der Konkurrenz wie YouTube. Habe ich mal gesehen, wie viel Talent da unterwegs ist. Fuck, da muss man erstmal mithalten können. Richtig viel schauspielerisches Talent, versteht ihr? Ah! Die Toilette. Die Toilette wäre fast verstopft geblieben. Und solange ich dieses Restaurant hier leite, wird keine Toilette verstopft bleiben. Fisch! Keine einzige Toilette. Versteht ihr mich? Ich verstehe dich, MOP. Das freut mich. Auf jeden Fall, passt auf, in welchen mittelalterlichen Kriegen ihr euch herumtreibt. Da gibt es manchmal kochend heißes Öl und Fett im Spiel. Apropos kochend heißes Öl und Fett. Das ist übrigens auch die Nährstofftabelle. In meinem Restaurant ist ganz klein unter der Speisekarte versteckt. Aber falls jemand denkt, das Gefühl hat, er möchte da mal nachschauen,
Also auf jeden Fall, geschmolzenes Öl und Fett sind auf jeden Fall auch die Dinge, die ihr da finden werdet. Und ich hatte eine 28-Perfekt-Kombo und die ist jetzt vorbei. Weil ich mein Geschirr verkackt habe. Wisst ihr was? Das ist okay. Auch das wieder ein sehr realistischer Teil des Spiels. Alles läuft perfekt und dann fällt dir auf, shit, mein Geschirr. Das ist nicht schön. Ich muss jetzt heute Geschirr sauber machen. War nicht schön. Ja, aber ich hatte den Milchreis da und ich wollte den echt essen. Da musste ich einen Löffel sauber machen. War nicht schön. Sei der Situation, wo man sich einfach nur wünscht, dass einem jemand geschmolzenes Öl, mit geschmolzen meine ich kochendes Öl, über den Kopf schütten würde. Apropos kochendes Öl, das ist natürlich auch weitestgehend bekannt, dass man, wenn Öl ganz heiß in der Pfanne und so, ihr solltet da besser kein Wasser drauf schütten, das macht sonst bumm. Das ist weitestgehend bekannt, aber wusstet ihr, es gibt ja inzwischen, überall wird es nach und nach immer mehr Pflicht, dass in allen Haushalten Rauchmelder sein müssen, was eine absolut sinnvolle Sache ist. Ich meine, das kann beschissene Leben retten, okay? Wenn es brennt oder so und dann geht der Rauchmelder los, ist dann so, piep, piep, ich bin Rauchmelder. Und was auch immer, denkst du dir, ha, Rauchmelder. Das ist ganz hilfreich. Allerdings kommen wir da zu einer problematischen Situation. Die Rauchmelder gehen ungefähr 90% der Zeit absolut grundlos an. Zum Beispiel hatte ich einen in der anderen Wohnung. Da war es so, dass der immer dann angegangen ist, wenn ich irgendwie Öl in der Pfanne hatte. Das ist mir so auf die Nerven gegangen, dass ich den vom Hausflur dann weggemacht habe. Das soll ich wahrscheinlich so nicht sagen. Wahrscheinlich kommt jetzt die Rauchmelderpolizei und nimmt mich fest. Aber was soll ich denn machen? Ich bin kein großer Mann. Ich muss erst einen Besen holen, damit ich die Scheiße ausmachen kann. Ich kann nicht einfach an die Decke fassen. Das ist wie David gegen Goliath. Ich bin nicht Goliath, verstehst du? Das ist ein Problem. Das ist nervig an Rauchmeldern. Viele davon gehen immer, wenn man einfach nur Öl in der Pfanne hat, scheiß schnell an. Deswegen sind in der Regel auch keine in der Küche, aber trotzdem kann dieser Rauch rüberziehen und das ist fucking nervig. Aber das ist alles, was ich dazu sagen wollte. Und wie das Ganze weitergeht, sehen wir wohl im nächsten Part von Cook Surf Delicious. Und freut euch auf den Rauchmeldermann, falls er noch nicht da war. Er sollte wahrscheinlich dieses oder nächstes Jahr auftauchen. Hurra. Und seid nett zu ihm. Seid nett zu ihm. Ich liebe ihn.